Hallo und herzlich willkommen bei Cyclone Tests. Heute wollen wir über die Kameraqualität des HTC Galaxy Note 4 bzw. des Clones des Note 4 sprechen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich diesmal von der Kameraqualität relativ überrascht war. Denn im Gegensatz zum extrem schlechten Ergebnis, was das letzte Note 3 Clone abgeliefert hat, ist das hier doch schon relativ gut. Die Bilder werden zwar teilweise sehr warm und auch nicht ganz so scharf wie ein Markengerät, aber alles in allem, besonders bei gutem Licht, sind die Bilder doch schon ziemlich gut. Ich habe hier mal ein paar Bilder im Winter geschossen. Das war auch jetzt nicht so hell, deshalb sind die nicht so überwältigend. Und am Ende der Bilderreihe zeige ich nochmal ein paar mit dem Handy aufgenommene Videos und im Vergleich auch zum Galaxy S4 Zoom. Und dann werde ich euch unter der Videobeschreibung noch ein RAR-Verzeichnis verlinken, was ich in meine Dropbox hochladen werde. Und darin befindet sich eine Fotoreihe im Vergleich ein Bild geschossen mit dem Galaxy HTC, nicht Galaxy, dem HTC Note 4 und mit dem Galaxy S4 Zoom. Und dann könnt ihr euch selber in voller Qualität davon überzeugen, inwiefern die Kamera brauchbar ist oder nicht. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Viel Spaß dabei. So, Videoauflösung stand auf hoch, jetzt steht sie auf fein. Vielleicht ist das dann HD, Full HD? Mal gucken. 4K. Ja, natürlich. 8K. Dann aber höchstens noch bei 3 Frames per Second oder so. PÖR, ne? Wie sonst? So, dieselbe Aufnahme vergleichsweise jetzt nochmal mit dem S4 Zoom. Boah, das sieht schon ein bisschen besser aus. Auf dem Display ruckelt es zwar ein bisschen, aber das muss ja im Endprodukt nicht genauso aussehen. Oh, meine Finger frieren ab.